Ja, moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder Fraggles Extreme. Ich bin euer Schmiddy und heute spielen wir eine Runde World of Warcraft Hardcore, weil normal kann jeder. So, ich habe hier im Hintergrund schon mal den Schacht hochgefahren. Hier man auch. Ah, es ist da, sehr schön. Hier sieht man auch, ich bin. So. Hier sieht man auch immer noch Level 6, also ich habe noch nicht weitergemacht. Ich habe mir gedacht, okay, ich spiele wirklich nur weiter, wenn ich im Stream bin. Ich habe ja noch mein Mage und so auf dem Server Firemore, PvP-Server, aber wie gesagt, hier im Stream wahrscheinlich bis ich es erstmal verreck und bis ich dann in den Bildschirm reingeschlagen habe, werde ich wahrscheinlich dann nie mehr World of Warcraft Hardcore anlangen. Aber erstmal so. Real Stitches. Der Neischwarte, Level 6 Jäger, Welt betreten. Mal gar nicht lang rum. Bilden Sam sagen noch mal. Klar. So. Auto machen. Wie geht's? Wie geht's? Sehr Bleib gut. sauber. Bendigo-Mähne, immer Schimmer habe ich abgeschlossen. Wo bin ich? So, ich habe jetzt vorhin nämlich nochmal Quest hier runtergeschmissen, habe es nochmal neu installiert, weil ich das Gefühl habe, dass sich die Oberfläche immer aufhängt. Schauen wir mal, was da war. Seit dem letzten Update. War das ein bisschen zickig? Er zeigt mir das da unten. Jintus hat Stufe 60 erreicht. Der Typ, ey. Ist besorgt und sind immer Schimmer explodieren. Ah, das ist in der. Ah, stimmt, das ist in der Wendigo-Höhle. Da können wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt rein. Stufe 60 auf einem Hardcore-Server. Respekt und Anerkennung für. Oh, guck mal, da liegt wieder so eine Abendsau. Für all diejenigen, die nicht wissen, was ein Hardcore-Server ist. Wenn man hier einmal drauf geht, war es das. Also dann war es das richtig. Char gelöscht. Auf gut Deutsch. Kann sein, dass man wochenlang auf Level 60 sich hochkämpft. Dann verreckt man. Dann ist Schicht im Schacht. Oh, Smacky, Stufe 60. GZ, Smacky. Ich glaube, das macht mich hier drin. War jetzt hoch, oder? Na, genau. Ah, nee, halt, ich muss kämpfen. Dahin, da muss ich, glaube ich. Weil ich meine, mich erinnern zu können. Ach, du Alarm. Schön, der Respawn. Oh, fuck. Oh, fuck. Das war's. Das war's.
Nein, falsche Richtung. Nein! Versuch's nochmal. Versuch's nochmal. Bibi! Bibi, auf, schnell reinkommen. Auf dem Hardcore-Server. Stitches, schnell ein Anfangen. Allianz, ich spiele auch Allianz. Teufelstochter, moin moin, grüß dich. Ja, Bibi. Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfragt. Weil eigentlich bin ich auf dem Hardcore-Server, bin gerade hier drin so saudumm verreckt, wo ich mich gerade wirklich megamäßig ärgere. Darf aber mit meinem Char wieder Richtung Leichnam rennen. Ich habe gar keine Ahnung warum. Weil eigentlich ist ja normal so. Verreckt ist verreckt. Warum tut man sowas? Bibi, du weißt ja, normal kann jeder. Hier, der Tod ist permanent. Sakrament. Level 6 verreckt. So, neuer Char erstellen. Körper 1, Körper 2. Was zum Teufel ist das denn? So, ich will wieder einen Jäger, ganz klar. So, Haut. Ja, irgendwie, ich wollte mich hier mal, ich sag so, normal kann jeder. Man muss auch mal was wagen, oder? Guck mal, so ein roter Bart kommt doch bestimmt auch geil. Ja, das war jetzt kommt Second Try. Jetzt kommt Second Try. So, Achtung, wir nennen uns Neischwade 2. So, willkommen in der WoW. Wir dürfen nur aus Buchstaben bestehen. Neischwade. Name ist nicht verfügbar. Oh, jetzt kriege ich aber gleich einen Vollzeitz, gell? Mit dem ist ja fertig, oder? Kann ich ja nur noch als Geist rumlatschen, oder? Ja, der Tod. Siehst du, da steht's ja. Der Tod ist permanent. Ihr könnt nicht wiederbeleben. Och, Mann, nur. So, löschen. Zack. Soll ich mal eine Zwergin spielen? So. Sehe ich irgendwas Hässliches? Friese, Gummel, Tieffriese. Rot waren wir gerade, gell? Wieder rot. Bart ist in Ordnung. So. Neischwade. Und. Spiel dasselbe Spiel nochmal. Teufelstochter, was zockst du so? Die stoischen Zwerge von Ironforge bauten zahllose. Scheiße, Bibi, wo bleibst du? Komm. Schnell. Hallo, mögen eure Reisen sicher sein. Ich bin mir fast am Überlegen, ob ich Kräuterkunde lernen soll. Ah, jetzt habe ich Krieger gemacht. Moment. Krieger will ich nicht sein. ETS, ATS, sehr schön. Da bist du schon mal hier richtig. Weil ETS zocke ich auch sehr gern. Am Dienstag fahre ich zum Beispiel wieder einen Konvoi. Fortnite bin ich zu doof. Mein Junior spielt als mit mir, aber das ist immer nur so die Höflichkeit. Papa spielt halt eine Runde mit. Und danach sagt er wieder, ich spiele wieder mit meinem Kumpel. So, Moment. Löschen, Krieger wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch... Ah! Hast dich umbenannt. Dann brauche ich mich ja gar nicht vorstellen, dann kennst du mich ja. Komm, bitte mal so ein Rotbart. Ah, der Bart gefällt mir nicht. Das sieht doch gut aus, oder?
Drei Schwade. Nee, Schwade. Wie rein. Schwade wie, wie hauen. Voll im Dialekt. So, los geht's. Ich überlege gerade, wie du Feuerkiese hast. Moment. Schnellblündern ist drin. Wie war dein Name vorher? Die haben das alles umgestellt. Hier mit Aktionsleiste, bla bla bla. Aber nicht alles mal beim Alten. Also ich finde das immer gut. Man muss hier nicht immer die Welt neu erfinden. So. Ah, ist das scheißegal, Baby. Wie geht's? Das geht ja nur um den Spaß. Eigentlich bin ich mit dem Namen dir gefolgt. Teufelsort. Echt? Okay. Ach Gott, Schimpf und Schande. Siehst du wieder, dass ich ein Hirn habe wie ein Sieb? Teufelstochter. Doch, jetzt, wo du sagst, Teufelstochter ist auch dein Name in deinem Radio. Dingens. Stimmt? Midi wird alt, ich bin schon alt. Aber Bibi, umso älter der Bock, weißt ja und so. Bibi, wie geht's dir? Umgezogen alles hinter dir? Ach na, ein paar Möbel an, klar. In welche Richtung seid ihr gezogen? Noch weiter weg von mir, oder? Ende, wenn ich krank bin, im Moonfeuerrad. Ah, schade. Schade, schade, schade. Aber ich habe nämlich mal bei dir reingeschaut, weil nämlich dein Freund oder Mann, weiß ich jetzt nicht, der hat es nämlich mal erwähnt und irgendwo habe ich den Link gesehen. Und da habe ich nämlich reingeschaut, wo du gerade live warst. Aber auch schon ein paar Wochen her. IKEA ist jetzt um die Ecke. Hier schön Hotdog esse. Der einzigste Grund, warum ich jetzt immer ganz gern mitgehe, mit meiner Frau zum IKEA. Erstmal 5 Hotdogs reingedrückt. Bibi, bist schon am Runterladen. Ich warte auf dich. Eigentlich wollte ich Ingenieur machen, dass ich hier meine Munition selbst herstellen kann und so. Aber wenn ich mir am rechten Mal liegen bin, könnte ich auch, wie heißt das andere mit dem Blümchen? Kräuterkunde und Alchemist machen. Nee, ich mach meine eigene Munition. Ich glaube, Entschuldigung, das macht mehr Sinn. Die fetten Bonchen sind ja nicht schwer. Ah ja, das glaube ich. Fette Bronchitis und das im Endsommer, das kann auch niemand gebrauchen, gell? Gute Besserung auf jeden Fall, Teufelstochter, gute Besserung. Und vor allen Dingen auch schöne Grüße an deinen Göttergarten, sage ich jetzt mal so. Wir haben schon lange nicht mal im Stream gesehen, kann das sein? Oder kann das nur sein, weil ich selbst jetzt den ganzen August weg war? Servus, da ist er ja. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Hey, Bronchitis braucht niemand. Bam. Der Apple. Okay, okay. Aber streamt es doch. Das ist doch bestimmt ganz interessant.
habe mir nämlich noch gedacht, so, ich weiß auch nicht, weil bei manchen Leuten habe ich nämlich die Meldung drin. Ich habe sie bei vielen Leuten raus, weil sonst bimmelt den ganzen Tag das Telefon, was sowieso schon macht. Aber so. So. OFTW. Was geht euch durch den Kopf? Seid auf der Hut. So, wir nehmen das hier. Euch. Seid auf der Hut. Yep. Man sieht sich. Da reck ich an den scheiß Wendigut. Blitzeln sie beim Scheißetreffer, echt. Wie geht's? Man sieht sich. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich hier mit diesem Quark da schon fertig bin. Was kann ich heute für euch tun? Bleibt sauber. Oh. Ja, Teufelstochter, was hast du gezockt? Von WoW Retail oder Classic oder PC oder Wrath of the Lich King? Valencia, hallihallo. Oh, wie geht's dir? Was kann ich für euch tun? Mögen eure Reisen sicher sein. Schön, dass du reinschaust. So, Wildtüre aufspüren, das ist ja so unnötig wie ein Papst sein Sack. Lange, ja, das stimmt wirklich, das stimmt. Wie geht's dir? Was macht das Wertewohlbefinden? Hab ich schön gesagt, gell? Alles bestens. War jetzt denn fast der ganze August on Tour. Bin ich seit einer Woche wieder im Geschäft und bin schon wieder urlaubsreif. Lexandron, moin moin. Das ist zum Beispiel einer von denen, die ich im August getroffen habe. In Wacken. Lexandron, wie geht's dir? So, Biberbum. Ja, mach mal, wirklich. Wenn ich Zeit hab, schau mal rein. GTA RP, wegen dem habe ich mir es damals gekauft, weil ich mir gedacht habe, okay, das könnte ich mir auch vorstellen. Das ist bestimmt witzig. Aber so diese, ja, so allein da reinzufinden, hat dann doch langsam gescheitert bei mir. Ja, irgendwann mal, irgendwann. Vor allem beim Dialekt. Nee, ich habe das dann abgehakt. Irgendwie. Nachdem ich 28 Mal irgendeinen auf so einer scheiß Rakete da abgeschossen hat. Auf so einem Raketenbike. Und ach, da habe ich erstmal dann auf den Sack gegangen, wirklich. Jan, grüß dich. Achtung, dann stell deine Frage. Ich kann es mir schon fast denken. Aber es soll nicht GTA 6 rauskommen. Habe ich da nicht irgendwas gelesen? Natürlich, LS. Habe ich jetzt neu angefangen, eine Farm, oder besser gesagt, ich bin noch Lohner in der Karpatenlandschaft. Ich war dieses Jahr zweimal in Rumänien, auch in den Karpaten. Es hat mich so erfreut irgendwie, dass ich neu angefangen habe in der Karpatenlandschaft. LS, ETS, alles über mal. Donnerstags mein ETS-Stream. Dummes Gelaber, was ich gerade mache. Dienstags normalerweise ein ETS-Stream und donnerstags, wie gehabt, mein LS-Stream. Aktuell gerade The Brenner. Grüß dich und danke dir für dein Follow. Ja, jetzt ist Sonntag. Ich bin morgen auf einer Schulung, also ich muss morgen eine lange Zeit mit dem Bus mitfahren. Deswegen habe ich mir gedacht, ach, weißt du was?
Ich zock mal eine Runde WoW Hardcore. Fand ich eigentlich ganz witzig. Was? So, man kann bei dir abonnieren, aber ich sehe oben keine Statistik. Woran liegt das? Was meinst du mit Statistik, Jan? Der Brenner 1983. Sehr geil. Vielen Dank für dein Follow. Wer wie viele Subs da gelassen hat? Das siehst du normalerweise nur, wenn da auch dementsprechend dieses, wie heißt denn das, dieses Add-on drauf hast. Aber normalerweise, warte mal, jetzt muss ich selber mal ganz kurz schauen. Kann man einstellen? Echt? Kann man das einstellen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil ich bin immer der Meinung, jeder, der subben möchte, soll subben, soll kein Wettbewerb sein, weißt du? Deswegen habe ich das nicht drin. Das Einzige, was ich drin habe, ist so ein... Warte mal ganz kurz. Irgendwo meine ich... Ah, hier, guck mal. Sub Leaderboard. Doch, da. Da habe ich was. Da kannst du zum Beispiel sehen. Top Gifters. Da kannst du was sehen. Stimmt, habe ich ja drin. Da habe ich es drin, aber im Stream habe ich es nicht drin. Genau, weil ich mir denke, oh, soll ja kein Wettbewerb sein. Der, wo möchte, darf lieben gern. Der, wo einfach nur mit mir quasseln will, ist natürlich auch lieben gern eingeladen. Bei mir auf der Startseite, da kannst du zum Beispiel schauen. Valencia, hast du sowas drin? Weil ich weiß, viele haben es auch im Bild mit drin. Hier zum Beispiel da unten oder da oben oder keine Ahnung. Okay. Muss ich mal schauen. Aber das ist nicht in deinem Ingame-Bild hier. Aber nur im Chat. Okay, nur im Chat. Hallo. Ja, da könnte ich mir das vorstellen. Seid auf der Hut. Fort mit euch. Bleibt sauber. Ah, im Bildschirm wollte ich das auch nicht. Der Brenner 1983 ist, glaube ich, der Erste, der mir gefolgt ist, wenn ich hier WoW zock. Die meisten sind eher verwundert, dass ich sowas spiele. 3 Level bis zum Tod. Haha, danke, Baby. Ja, hättest du dich jetzt mal schon lang eingeloggt? Wer geteiltes Leid, nur halbes Leid, Baby. So ein Ding ist das. Fühl mich auch verfolgt. Warum? Die Einhörner folgen mir immer. Ich hab das neulich wohl vergessen. Ach was? Auch bei WoW oder? Bei einem anderen Game. Die Mutti geht vor, die Herde hinterher. Bei WoW wäre ich wohl gar nicht hier gelandet. Ja, irgendwie sind sie alle immer entsetzt. Schmitty, du spielst WoW? Natürlich spiele ich WoW, weil ich es einfach geil finde. 2005 habe ich mit diesem scheiß Spiel hier angefangen. Sehr unregelmäßig, dass ich noch spiele, aber hin und es zieht mich immer wieder zurück. Daher kenne ich auch die Bibi. Angel Blood kenne ich aus WoW. Ganz genau, so sieht's aus. Kennen und lieben gelernt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich hoffe, der Mann ist nicht da. Wenn nicht, schöne Grüße in den Hintergrund. Das stimmt, aber früher viel gesuchtet.
Bei was für einem Game warst du bei mir? Wahrscheinlich ETS, oder? Oder am Donnerstag bei... bei LS. Aber Vanessa, du warst doch heute bei... War das heute? Ich glaube, ich habe dich heute bei TikTok gesehen, oder? Beim Landwirtschaftssimulator, kann das sein? So. Ja, wenn das Twitch anbietet, dann kann ich es eigentlich auch direkt über Twitch laufen lassen. Hm? So, Entschuldigung, ich muss nochmal ganz kurz auf den Desktop. So. Oh. Ja, warum nicht? Ich warte ja schon die ganze Zeit, bis ich endlich mal meine 1000 Follower bei TikTok zusammen habe. Weil nämlich theoretisch habe ich schon alles vorbereitet. Weil ich bin nämlich der Meinung, warum sollte man hier nur bei Twitch streamen, wenn man doch alles parallel laufen lassen kann? Ich finde es toll. Ich finde es gut und ich würde es genauso machen. Und die 1000 dauern so lange, ja, Katastrophe. Wie viel hast denn du mittlerweile? Du hast doch bestimmt schon... Weiß... Bei dir platzt doch bestimmt schon oben raus. Glückwunsch! Stimmt, Baby, ich habe mich auch schon lange noch mal gesehen. So, jetzt gehe ich hier mal in das Creator Dash. Ach, hin und wieder, wenn ich mal irgendwas... Blödes hab, wo ich mir denke, oh geil, jetzt machst du ja mal einen TikTok, aber ich dachte, von meinem Scheiß will doch niemand sehen. Ja, das glaube ich, weil du musst ja auf der einen Seite auch den TikTok-Chat lesen, wenn da jemand was schreibt, und auf der anderen Seite das hier. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das schon sehr Multitasking und ich, oh, das gibt eine Herausforderung wahrscheinlich. So, ganz kurz, ich bin jetzt hier in meinem Dashboard, Einstellungen Stream wahrscheinlich, oder? Frühere Übertragung. Weißt du es gerade auswendig, zufällig? Wo? Great, nee, da ist es nicht. Kanal. Ah, wie man das mit diesem Leaderboard da anzeigt. Gedöns. Zeitplan, empfohlene Stream-Events. Nö, 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 nö. Einstellung, schön. So einfach kann es gehen, ja. Werbefreie Wiedergabe, Slow Chat. Affiliate Onboarding. Aber der Monam gibt es mittlerweile. Ist ja witzig, ja? Über Werbung. Ach, hier. Community Support und Anerkennung. Hier haben wir was. Hype Trend. Ah, Ranglisten. Guck mal. Top Geschenkgeber aktivieren. Zeige Top. Ah, das da ist es. Okay. So, okay. Und das ist jetzt aber definitiv nicht in meinem Bild drin, weil das möchte ich nicht. Kann ich jetzt den anderen Käse raushauen? So, machen wir mal weiter. Schauen wir mal. Vielen Dank, vielen Dank. Oh, Fatz.
Ja, letztens habe ich mir Baldur's Gate runtergeladen. Am Freitagnacht habe ich es dann. Nee, am Samstag. Samstagnacht? Freitag? Weiß jetzt gar nicht. Nee, am Freitagnacht habe ich es kurz angezockt. Samstagnacht. Samstagnacht habe ich es kurz angezockt. Und habe es auch direkt wieder deinstalliert. Irgendwie war ich da. Nee, habe ich mir was anderes vorgestellt. Ich liebe zwar diese RPGs. Ich habe ja Skyrim, ich glaube, irgendwie um die 1000 Stunden oder so. Oder The Witcher habe ich ja, ich weiß gar nicht. Ein geiles Game. Oder Assassin's Creed Valhalla habe ich ja gezockt. Oder zocke ich eigentlich immer noch nebenbei. Und dann Baldur's Gate. Also, ich glaube, ich habe keine 10 Minuten gespielt und habe ich es deinstalliert. Das war so gar nicht meins. So gar nicht meins. Ist irgendwie anders in Erinnerung gehabt von damals. Gar nicht so einfach. Ah, ja. Mysteriöses Spiel, gell? Aber Bibi, ich bin schon eine Maschine, gell? Das musst du schon sagen. Andere Spiele auf dem Hardcore-Server bis Level, keine Ahnung, 40 und verrecken da. Und ich schaff's immerhin bis Level 6. Oh, guck mal. Der Jax hat's auf Stufe 60 erreicht. GZ, ehrlich. Du Tier, ohne Witz. Ich hab's schon immer gewusst. Bibi, hast du meine Story schon angesehen bei Insta? Nee, ich meine, was hab ich denn? Nicht Story, sondern Beitrag. Mein Beitrag bei Insta heute schon gesehen. Vanessa, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Schlaf gut später. Oder falls du noch streamst, viel Spaß im Stream. Wir sehen uns. Vielen, vielen Dank. Bibi, ich habe mir einfach mal einen 700 Gramm Brutalo Burger gegönnt. Jetzt geht's ab. 700 Gramm Rindfleisch auf dem Burger. Da bin sogar ich satt worden. Da waren einfach drei solche Patties drauf und so dick wie mein Daumen. So, ich habe kein Motto, das ist der Weg. So, ja. Falls irgendjemand von euch die gute Valencia noch nicht kennt, ist wahrscheinlich schon weg, aber ist egal. Gerne mal draufschauen und gleich natürlich ein Follow da lassen. So, Klippeneber, bulliger Trock. Ach, wir sind fett. Ach, ist noch da. Seht ihr, es hängt schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie. Gut. Spinnt Quest hier rum. Oder ich bin einfach zu doof. Bin ja auf einmal dahinter. Keine Ahnung, was das soll. Deinstalliert habe ich es auch schon mal komplett. Grüße. Mögen eure Reisen sicher sein. Bleibt auf dem Boden. Da habe ich schon. Oh, wo ist ein L? Die Logbuch, genau. Können wir abgeben. Mit Level 6 verreckt, das darf ich niemand erzählen, ehrlich. Habe ich ja ausgelacht.
Wie schlecht ist das denn? Redet mit mir. Seid auf der Hut. Keiner gesehen. Genau. Wie wir stehen, Level 4. Jetzt geht's ab. Noch zwei Level zum Deinstallieren des Spiels. Und Zeit für neue Monitor. Frag mich eigentlich, warum ich Jäger spiele, nicht Paladin. Weil Paladin kann doch gar nicht sterben, oder? Du hast ja damals noch ein Pala gezockt. Oh, gib mal erst da ab. Ich bin mal gespannt. Im Klassik ist einfach noch Kacke zu spielen, okay. Ah, ich glaube, da war auch was mit den ganzen Siegeln und Scheiß, was du immer hast, gell? Sind ja alle 10 Minuten, musst du die Dinger draufklicken wieder oder alle 5. Da war wirklich irgendwas noch. Der Schami war damals, meine ich, geile Vorderseite. Aber durch das, dass ich ja so viele Jahre Horde gespielt habe, wie gesagt, WoW Classic ist ja eigentlich für mich quasi Classic wie früher. Und da muss ich ja sagen, ich habe Classic angefangen auf der Allianz, ja. Achso, genau, da war ja was. Hallo. Hallo. Bleib sauber. Grüße. Aber sei doch mal ehrlich, wenn du hier Heiler bist, bei Hardcore, also ich, wo immer ganz gern Heiler gespielt, ich glaube, könnte ich vom Arsch lecken, ich werde hier kein Heiler mehr zocken. Wenn du da was verkackst und die Gruppe vibet wegen dir, da bist du ja der Vollmops, gell? Und die zerlege dich hier alle. Wenn eine ganze Gruppe wegen deiner Inkompetenz verreckt. Ho, 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 ho. 0300 Infanterie, dann hast du echt geschafft. Hi, wie geht's? Hi, wie geht's? Man sieht sich. Und da spielen mal Tank. Mach mal einen Fehlpull. Oh. Was geht euch durch den Kopf? Aspekt des Affen. Nein, ich hab nicht genug Geld. Wie geht's? Fort mit euch. Fort mit euch. Jetzt komme ich gerade. Da unten kann ich da noch geben. Kohle haben wir eigentlich 88 Kupfer. Guck mal, Achtung. Schön euch zu sehen. Und man sieht sich. Keine Kohle gibt. Mögen Dank. Eure Reisen sicher sein. Vielen Dank für dich. Ich bin irgendwie auf Mage hängen geblieben. Auch auf dem Firemore-Server, wo ich spiele. Da sitzt der Mage mittlerweile Level 20. Bin aber auch schon 1000-mal verreckt, muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, Mage im HC, ich glaube, das macht auch recht wenig Spaß. Entschuldigung, wenig bis gar kein Spaß. Warte mal, ich brauche, wenn ich da jetzt hinterlaufe, brauche hier noch ein paar Kupfer. Ich kann ein bisschen was verkaufen. Und halt gerade am Anfang ist es ja echt... Aber jetzt halt hier gerade AC in Mage spiele, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bam. Was ich mir noch überlegt habe, das wäre ein Hexer.
Hexer macht auch mega Bock zu spielen, gell? Jetzt können wir losgehen. Jetzt verschachen wir den ganzen Blödsinn, gehen zum Lehrer, lernen den neuen Schuss. Und dann gibt's Bam aufs Maul. Wie ist was auffallen? Ich habe Comics gar nicht mehr drauf. Als ich hier vor einem Jahr nämlich mal WoW gezockt habe und hier Boing und Clear und Gläber und was weiß denn nicht was alles, da haben sie mich immer geärgert hier mit Bam Bam und so. Ich mir gedacht, okay, jetzt machst du es mal nett drauf. Wie geht's? Aber ich vermisse es schon fast ein bisschen. Fort mit euch! Oh, Jägerlehrer da. Hallo! Langen Biss! Seid auf der Hut! Weg hier weg. F-sicher. Schlangenbiss rein. So. Das Ding ist ja auch, ich glaube, bei Classic hast du da auch noch gar keine gemeinsame Bank. Oder gemeinsame Bankfächer, glaube ich, gibt es ja da auch noch nicht. Was es so viel heißt, wenn du verreckst, dann verreckst du ja richtig, gell? Allen Scheiß, was du auf der Bank hast, ist ja auch alles weg. Ich glaube, ich mache mir noch einen Bankchar. Dem, wo ich als hin und wieder irgendein Zeug schicke. Was kann ich für euch tun? Fort mit euch. So. Oder. Peng, peng. Ich glaube, als nächstes muss ich mir Munition kaufen. Haha. Bin gefreut. Aber ich habe Diablo 3 zum Beispiel auch schon immer gern Hardcore gespielt. Ich habe immer die Season durchgeballert. Normal. Dann bin ich immer umgeschwenkt auf Hardcore, weil ich es einfach irgendwie... Das ist so ein ganz anderes Spielerlebnis, finde ich, so viel intensiver. So. Oh. Wie geht's denn so? Komm
mal, der hat schon sein Wichtel. Stufe 4. Ich renne da immer noch rum. Ja, komm, die flirten wir jetzt mal an. Dann? Genug geplaudert, dann also los. Oh, schon. Ich glaube, ich muss mir auch mal bei YouTube so Tipps und Tricks anschauen. Wie ist mit dem reinen Vorderhals? Oh, brauchen wir da? Hälfte haben wir. Gar nicht, was es da ist für diesen. Aber was ist der? Beim für Level 3. Oh! Muckerk, ebenfalls Level 60. Schuss, ich muss bald einkaufen gehen. Da draußen noch vier Stück um. Ibi, bist du noch da? Bestimmt, oder? Bam. Bam. Meinst du ein Schurke? Schurke HC wird auch? Wenn er vorwärts geht? Aber ich glaube, der Jäger ist fast besser, oder? Gerade mit seinem Bär und so? Oder mit seinem, seinem Pet?
Schurke hätte ich zu. Was meinst du, okay? Ja, ein Schurke ist schon geil. Ist halt echt gut spielen können, glaube ich. Ich könnte mir halt vorstellen, dass so ein Schurke dieses Vanish. Also, dann ist er weg. Ich glaube, das kommt schon richtig fett. Aber ich glaube, der Jäger kann hier irgendwann totstellen oder so irgendwas. So, noch ein Level zum Vibe. Ich glaube, einmal muss ich noch rein, gell? Was kann ich für euch tun? Es war da, guck mal, zack, Handaxt, natürlich. Man sieht sich. Mögen eure Reisen sicher sein. So, jetzt gibt's aber Katzegeballer vom Feinsten. Hier mal rein. Hier mal eine von. Das mit dem Questi nervt mich echt. Seht ihr? Questi zeigt hier, ich bin hier, aber eigentlich bin ich da unten. Oder Druide. Ich glaube, Druide könnte auch ganz gut gehen. Weiß nicht. Ich habe einen Beutel. Hört sich das nicht richtig angehört, oder? Beutel. Asche. Verdammt. Hast du einen gemacht? Stitches bin ich, Bibi. Stitches. Hau bloß ab. Sehr geil, Baby, sehr geil. Was machst du hier, eine schöne, zärtliche, wie heißt es hier? Zwergin? Eine Zwergenprinzessin? Und noch ein Beutel. Schade. Mensch? Oder woanders? Du musst doch sagen, weil dann komme ich jetzt gleich zu dir. Weil bis ich zu dir gelatscht bin, bist du dann bestimmt auch schon in Goldhain unterwegs? Ruby. Ruby. Ach, hier! Eine Gnome-Magierin! Eine
Gnome Magierin. Magst du den Discord oder? Moment, Freund hinzufügen. So. Kobold! Vielen Dank für 9 Monate. Gott sei Dank, jetzt wird es ja weniger. Ich grüße dich. Gut, dass du gerade reinkommst, weil an dich habe ich heute auch schon gedacht. Morgen früh um 6 geht schön, mein Bus. Man sieht sich. Bleib sauber. Danach sind wir, also ich glaube um 10, 9, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube um 10 geht's los. Sekunde, ich komme sofort rein. Danach geht es, meine ich, bis abends um 6 oder so. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich denke mal, es wird schon zu spät werden, oder, Kobold? Ich weiß auch nicht, wo das Hotel ist. Ich weiß noch nicht, wie, sondern was, wenn ich... Guck mal, ich funk dich morgen auf jeden Fall mal an. So, und jetzt zu dir, Bibi. Discord. Habe ich auf jeden Fall mal eine Chance, Bibi, ein Level höher zu werden. So, wo ist sie denn? WoW-Channel. Ja, gute. Ja, hi. Ah? Ja, muss mal gucken. Muss hier erstmal alles einstellen. So. Echte. Eine schöne Gnome-Magierin. Jetzt dreh ab. Hallo. Laufen. Muss ich das auch erstmal reinfinden hier? Kräuter. Oh, Heilkräuter brauchen. Auch mal hier. Ja. Mögen eure Reisen sicher sein. Wie lange es dauert, bis ich sterbe. Was? Ich bin doch dabei. Oh. Ich habe es immerhin schon bis Level 6 geschafft. So, wo springst du denn? Das Problem ist, mein Questie, geht bei dir das Questie? Ja. Alles so wie soll? Also bei mir, guck mal, hast du gesehen? Wir springen ja eigentlich hier oben rum, laut Questie, aber eigentlich sind wir hier unten. Ja, eigentlich sind wir unten, ja, also unten links. Total doof. So, warte, ich spring da geschwind rein, aber besser gesagt, nimm du schon mal alles an. Spring da geschwind rein, gib ab und dann kaufe ich mir ein paar Kugeln und dann geht's ab. Gieß mir dir mal die Quest durch. Seid ihr aber groß! Alles klärchen! Ach, stimmt, hier ist es ja so, dass. Ja, die Mobs werden ja nicht geteilt. Nein? Ich hab's verdrängt. Wir sind hier bei Oldschool unterwegs. Das war noch Zeit. Oh, ich bin oben. Ja, warte, ich komme gleich. Ich habe die besten Waren im Land. Oh, hier leichte Geschosse. Bleibt auf dem Boden. Boah, ich hab's gesehen, der hat einen Hasen geschossen. Einfach so. Und ich glaube, Fokus gibt's hier noch nicht. Kann das sein? Ich kann dich nicht als Fokus setzen. Nee. Gell, es geht nicht. Oder zu, du hast ja eigentlich auch Slash Fokus machen können immer. Nee, geht auch nicht. Ich habe ja
Im PvP-Server spiele ich ja mein Mage als Frost-AOE, also so level ich denn. Ja, ja. Ich glaube aber, das mache ich hier auf dem Hardcore-Server nicht. Also ich bin Freund von Feuer-Mage, aber ist halt Retail. Willst du Retail Feuer-Mage? Ja. Ist mittlerweile Main von mir. Echt? Hier mal dein Pali. Nee. Also weil der ist auch noch gar nicht High Level, also der ist. Keine Ahnung. Ja. Weil während ich damals immer zum 800 schon mal mein neuer Char angefangen habe, warst du hier deinem Pala immer treu. Ja, aber ich muss sagen, gerade mit den neuen Raids. Ich finde es als Range wesentlich angenehmer. Du siehst viel mehr. Ja, ja. Brauche ich noch gar nicht. Aber du hättest gewiss. Ah, guck mal, da leid schon der nächste Tote. Oh, die arme Sau. Na, vom Namen her war es eh nur ein Bot. Bam! Und so ein China-Farmer. Warst du das? So wie bei Herr der Ringe Online bringen sie alte Wölfe um. Ne, was war's? Zähne von alten Wölfen. Wahrscheinlich alle zahnlos. Wirklich, ja, das sind nur solche gebisslose Typen da umgenutzt. Das war damals der Chat-Klassiker. Ja, genau. Die ganze Velociraptor, wo man killt, Sammler Raptor zählt, ja, hat doch keiner mehr zählt. Aber letztens bin ich auch schon wieder reingelaufen, als ich gefragt habe, ob irgendjemand Deutsch spricht. Weil ich, wie soll ich dann auf Englisch fragen, ob irgendjemand ein Problem hat mit Questy und wenn ja, warum, wie behebe ich? Oder weißt du, was ich meine? Ob jemand eine Lösung hat für mein Questy-Problem. Aber wie soll ich das auf Englisch erklären? Da wird ja wahnsinnig. Da habe ich halt gefragt, ob jemand Deutsch spricht. Oh, da bin ich ja gleich der blöde Allmann. Und dann was weiß ich nicht, was sie alles reingeschrieben haben. Ah, geht's halt. Da bin ich gleich reingelaufen. Egal. Oh, höre ich da den Mann im Hintergrund? Ja, ja. Ja, wir sitzen jetzt nebeneinander zum Zocken. Oha, okay. Schöne Grüße. Ah, ganz dreist im Mob geklaut. So, sollen wir da schon rein? Ja, ich habe schon Quest dafür, aber ich weiß nicht, ob ich das will mit Level 1. Ja, bestimmt. Ach gut, lang ist es her. Ewig KBOW gezockt. Ja, und das ist ja ohne irgendwelche Rüstungsteile mit 10% schneller EP, whatever. Ja, wobei das glaube ich gar nicht mehr so arg ist mit dem EP-Bonus. Es ist mehr, dass du generell einfach Rüstung hast und schon ewig tauschen. Ja, ja. Das glaube ich nicht mehr so. Aber ist ein Mann ein Pfälzer? Ja. Du hast ganz schön den Dialekt angenommen, leck mich am Ärmel. Auch alles gut. Ich kann auch gerne Hochdeutsch reden, wenn ihr das lieber. Hätte doch Hof. Ich liebe den Dialekt. Was geht euch durch den Kopf? Also wenn irgendjemand was nicht versteht, ruhig nur froh, ich erkläre gerne. Du weißt doch, ich war lange im Saarland stationiert. Mögen eure Reisen sicher. Weißt, das wollt ihr immer nicht so hören, aber es hört sich gar nicht so arg viel anders an. Fast noch ein Tick schlimmer. Danke. So. Sehr schön. Guck mal, der Jori Crackhelm. Gott, ey. Nicht schlecht. The Adelaide Pride Drift. Die Namen sind schon geil.
Guck mal hier, die Gaylord Fucker. Was geht euch durch den Kopf? Das war ein Witz. Ich wollte gerade sagen. Felix, moin moin. Na? Hi. Was geht ab? Hubolt hat noch was geschrieben. Egal. Gut, gut. Und selbst? Alles bestens. Ich habe hier Verstärkung bekommen. Bibi spielt halt mit. Man sieht sich. Der das Elend nicht sehen können, dass ich auf Level 6 wieder abkratze. Ich konnte das jetzt hier. Das geht nicht. Summer Gimper macht mehr Spaß. Oh, also mal Intelligenzbuff, jetzt kannst du noch vorwärts gehen. Jetzt geht's ab. Ah, hast du gerade Feierabend? Aber jetzt wirklich, stell dir mal vor, du bist hier in der Inni. Ah, da bist du echte Mops, oder? Aber wenn da was verkackst. Oh, am besten so Stratholm oder Scholo oder sowas. Quick, 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 quick. Stell dir aber mal vor, du gehst schon so grob drin, alles super. Und hast schon Endroll dabei. Geil, oder? Bibi, dich hört man fast nicht. Und Schmidt macht es ja. Ja, ich denk's auch, gell? Ich denk's auch. Warte, wir machen mal die Bibi ein bisschen lauter im Discord. Oder was denn? Im also, ich Stream? Bin nicht leise eigentlich. Ah, jetzt hat er. Aber ich hab dich gerade auch im Discord ein bisschen lauter für mich drehen müssen. Ah. Das ist ja Wurst hier. Hab noch 3 Stunden. Ach, du Alarm. Ja, hi. Ja, ich bin mal gespannt, was mich da morgen erwartet in Ingolstadt. Ich habe keine Ahnung, was wir da morgen machen. Na, schauen wir mal. So, die haben wir. Und die Getrock. Die normale Trocksbosche, glaube ich, gell? Ja, ich glaube. Krieg die durch hinten angezeigt. Hier ist noch einer. Oh, schönen Scheitelgeschosse. Aber echt. Bulliger, bulliger. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass der Quatsch jetzt rum ist, Kobold. Um ehrlich zu sein. Wir können auch da hinten, ich glaube, dahinter ist auch noch irgendwo ein Ausrufezeichen, oder? Für diese Schweine. Die Schweine kriege ich gar nicht angezeigt. Ach, du bist noch Level 1. Guck mal hier, ja, hier, der hat eine Request. Ja, ja, das sind die Schweine, glaube ich. Die, Genau, yep, der Eberjäger. GZ. Dankeschön, geiler Scheiß. Level 2. Süß, ne? Jetzt geht's ab. Ich hab noch 4 Level. Ja, und um die Frage zu beantworten vom Kobold, mir geht's soweit richtig gut. Danke. Ich hoffe selber auch. Ja, das stimmt, Kobold, das stimmt. Lass uns mal überraschen. Ach, mit deinem Schweinekill, ich komme mal vor wie in South Park, ey. Was hast du da eigentlich für Schichte, Felix? So 13 Stunden? Wenn du jetzt schon 10 vor dir, 10 hinter dir hast. Ach, guck mal, da können wir das kleine das ganze Lager hier ausräumen, ha? Mhm. Ich brauche aber erst ein bisschen Mana. Ah,
Mage-Problem. Ja, noch bin ich kein Jesus, kann man noch kein Wasser machen. Aber hast du noch genug, ja, oder? 13 Stunden, boah. Ist halt auch eine Zeit, ja? Aber mach gemütlich, ich franz da ein paar mehr rein. Irgendeinem Patch war der Arcan-Mage mal so übel, oder? Ich weiß gar nicht mal, wann das war. Ich kann War das nicht bei Lich King? Ich kann mich ja noch zum Beispiel erinnern, dass ich mal eine Weile lang mein Schlappenatz gezockt habe, also mein Priester, als Diszi auf dem PvP-Server und das war echt, also der war ja sowas von dreckig. Zwar ewig gedauert, aber da habe ich sogar ein Ding, ein Blutdick habe genatzt. Das kommt so, ja. Aber ich weiß nicht mehr, zu welchem Addon das war. Ah, stimmt, Sonntag und so. Haha, da war ja was. Oh, das war der falsche. Egal. Oh, und jetzt sind die Inni, weißt du, schön. Falsche angenatzt. Rain incoming vibe. Also ich glaube, vor den Innis habe ich echt Respekt. Oh. Oh, da hinten ist ein Drock. Ach, das gute Mann. Furchtbar. Really? Ja, Gott, oh im Gott. Himmel. Danke dir für 75 Biddies. Ach Gott, im Himmel hast du mir jetzt erschreckt. Erwischt. Really, und? Geht's dir? Mir prima. Guck mal, ich zock mit der guten Bibi mal wieder WoW. Da kann es einem doch gar nicht schlecht gehen. Hallo. So, was haben wir da? Ja. Wir müssen nachher, wenn wir hier raus sind, werde ich direkt direkt Ingenieur lernen. Hm. Dann kann ich nämlich dir auch so ein... Was denn? Oh, 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 oh. Da kann ich dir direkt so einen Zauberstab herstellen, oder? Konnte der Inji? Ich glaube, der Inji konnte das, ja. Battlefield geholt, geil. Ach was, witzig, witzig. Aber für Battlefield war ich schon immer zu doof, ehrlich. Ich habe damals noch das uralte Battlefield 1 und 2 gezockt. Zum Schluss war ich dann nur noch der Sunny, weil ich ja nichts getroffen habe mit dem Scheißspiel. Hey, Michel! Ich grüße dich. Hi, hi. Danke, du auch. So, warte mal ganz kurz, Bibi. Ist mal den Typ dahinter an. Dann muss ich jetzt mal schnell ein paar SOs verteilen. So. Ja. Das erste SO geht raus an einen guten Wheelie. Und... uns anders sein, natürlich auch zum Michel. So. Puppige Lederhandschuhe. Brauchst du ein paar Schuhe? Ich hätte noch 5 Rüstungsschuhe. Bitte, bitte. Auf die Schuhe. Ja. Ja. Ich habe nämlich noch die Lehrlingsstiefel. So, ausgefranste Schlappe.
Ja, geil. Bin nix für dich. Ich hätte noch strubbige Lederstiefel. Die habe ich selber. Nähstiefel, okay. Rüstung 7. 16 Rüstung. Was? Dann würde ich sie natürlich nehmen. Schön. Schön. Jetzt geht's ab, jetzt gehen wir steil. Ja. Ich habe die 7-Meilen-Stiefel an. So, die Wutzelscheimer. Ochs fehlt dir noch, gell, von deiner hässlichen. Ja, mit deinen Gollums. Ja, ich hab die hier auch noch eine Quest, die gebe ich jetzt mal ab. Vielleicht ein bisschen höher Level. Ja. Komm mal hier, Kollege. Kollege. King Nightlife, moin moin, na? Da auch noch was? Zum guten alten Fraggles Inventar gehört natürlich auch der King Nightlife. So. Los sind überall nur Bullies. Nur die Fette. Ja. Fett für Ballett. Da geht's. Ich geb dir vorne jetzt schon Quest ab. Ja. Gib dir 5000 auf ein Level ab. Asche wird wahrscheinlich auch gleich voll sein, oder? Ich hab noch ein paar Plätze hier. Oh, GZ. Dankeschön. Fantastisch! Wie nett von euch. Wie nett von euch. Musst du schon die Kisten holen und so? Ich soll Trollwelpe? Ja. Aber Kiste muss ich noch keine holen. Ich komme wahrscheinlich dann noch. Okay. Felix, Dingsbums, Nieder und so ein Scheiß. Hm. Ah, komm mal, Trock. Ich hab einen. Ja, hier ist auch noch einer. Ah, nice. Oh, Maul auf. Da hinten ist auch noch einer. Ja, freust du dich schon auf die Hunter-Quest? Ach, die war doch auch so scheiße, oder? Zähl mir das. Ah, genau, stimmt, da war ja was. Das war einer von der wenigen Gründe, warum ich mir keinen Hunter erstellt habe. Ja, ich kann mich noch erinnern, das war bei auf der Horde-Seite, dass du da rumgelatscht bist, ja, im zähme diese scheiß Krabbe, zähme irgend so ein scheiß Leopard, mache das, laufe wieder da. Ich werd gleich wahnsinnig, ehrlich. Denk besser nicht dran. Stimmt. Ich kann mich erinnern. Ein Tagebuch. Ich glaube, ich gehe erst noch mal hin in der Remo, die Anna-Quest abgebe. Immer ganz kurz. Mhm. Aber irgend kann ich doch hier. Ich häng dran. Bin okay. Immer noch da, aber ich suche gerade. Irgendwie kann ich doch, glaube ich, in meinen Chat reinschauen.
Saber. Oft ich schon verreckt bin. Wirst du wie so eine Anpinne oben oder so? So ein Counter. Ja, ja. Jetzt nicht Counter, sondern nur auf mein Dash. Michel, bist du noch da? Zufällig? Stream bearbeiten? Nee, kein. Der Wheelie oder King Nightlife, was ist einer von euch? Vorhersage? Hier? Wheelie, irgendwie geht es doch, dass man überhalb vom Chat wie so eine Info hinpackt. Weißt du, was ich meine? Chat. Weißt du, wenn du dann bei mir auf meinen Streams schaust, dann siehst du doch hier den Stream, wie heißt das, Chat-Dings da? Überm Chatbot. Was meinst du? Info anpinnen oder so irgendwas. Die Szene einfügen, nicht? Überm Chat quasi, ganz oben bei Stream Chat. Da kann man doch irgendwas machen, dass man hier so ein. So ein. Oben ab. Warte, okay. Ich hätte ganz gern, dass es über meinem Chat quasi anzeigt hier zweiter Char. Weil ich auf dem Hardcore-Server spiele. Wenn ich verreckt, dann bin ich hier ganz verreckt. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Und da Vorhersagen kann ich zum Beispiel machen. Warteschlange Werbungsmanager. Nee, Mod-Aktion. Ziele verwalten. Ziele verwalten könnte ich mal wieder aktualisieren. Hin ohne Nachricht eingeben. Ah, da schau an. Ah, hier ganz genau, wie geil ist das denn? Vielen Dank, das habe ich gesucht. So, ich bin wieder bei dir. Jetzt müssen wir bestimmt Felix Dingsbum suchen und so. Nieder. Ja, die Kastentruhe und sowas. Oh. Oh, bam. Ich bin der Wheelie und ich bin auch dabei. So, jetzt zählt's, ne? Jetzt zählt's, ich krieg schon ganz schwitzige Hände. Stirbt er gleich oder schafft er noch ein Level? So weit waren wir vorhin auch schon. Was haben wir, die Trollwelpen schon? Ja. Obwohl ich weiß nicht, das gestohlene Tagebuch, war das außerhalb oder musstest du in die Höhle rein? Nee, wir müssen. Ah, Grellkinds Tagebuch, da müssen wir rein. Ja.
kenne mich aus, habe ich vorhin erst gemacht. Wie lange ist der? 10 Minuten? Vielleicht 20. Vielleicht 20. Mein Mana ist zu niedrig. Was er pient aber. Die gute Nursi. Ich als Stoffe leider ins Weh. Bitte? Die ist ganz schön mutig, als Stoffe ja leider ins Weh. Vor allem, die geht Level 4, gell? Mhm. Und ohne ihren Gnom da draußen. Na gut, denkt ich bin erst Level 3 und ich gehe auch schon darin. Aber du hast ja mich dabei als starker, rotfertiger Zwerg. Sollen wir die mit einladen, oder? Wenn sie will. Oh, der Kuri. Kurix-HC. Oh, sie hat abgelehnt. Achso, ich bin nicht der Gruppenanführer. Achso. Nur ein Laden. Richtig. Ich hab da mal die Krönchen gehabt. Anaheim, Hampelmann ist da unten. So, huhu. Jetzt wahrscheinlich jeden verstehen. Ja, gut, durch das muss halt auch nur zwei Hardcore-Server gehabt, ne? Ja, ja. Ach, guck mal, da liegen auch schon zwei. Ach, du Alarm, ey. Drei sogar, drei. Ja, aber guck mal, das sind doch alles die gleiche, oder? Ididot, Gnördadox und Grimis. Hätte hier keine Ahnung. Wie heißt das, wenn man mehrere Chars gleichzeitig boostet? Ja. Das sind noch viel mehr Leiche, sehe ich gerade. Also, das ist ja. Bereit? Oh. Moment, ich brauche mal. Oh! Egal. Upsi. Also das sind sehr viele Stopp. Sehr, sehr viele. Aber was ist los? Macht sie denn? Braucht wahrscheinlich die Trollwelpe. Wie viel Deckungsbringer braucht die? Ah ja. Ja. Pass auf links von dir. Oh. Ach, Kriegnir heißt der Kriegnir. Verdammt. Kriegnir. Maul. Streamt deine bessere Hälfte noch? Bis jetzt mal noch nicht. Aber wieder aber vorne. Das weiß ich jetzt nicht. Das steht noch ein bisschen in der Sterne. Okay. Dann lassen wir das mal. Ich vermute was, aber ich schreibe es dir per WhatsApp. Okay. Okay, dann war es dann nett. Dann liege ich mit meiner Vermutung falsch. Nee, weil manchmal kann es auch echt sein, dass ich dass ich Leute einfach übersehe. Ja.
Aber wenn ich am Rechner hocke, dann zocke ich meistens selber oder habe meistens selber das Fiebern. Dann kann es auch hin und wieder mal passieren, dass ich Leute übersehe, ob sie online sind. Alles gut. Ja, King Nightlife, alles bestens. Noch sind wir hier im Stadtgebiet, also falls du Hardcore spielen möchtest, lieben gern. Aber hast du gesehen, das ist ein französischer Herr oder Dame. Oh ja. Weil als die Quest gerade beendet war, war ja dort hier Wullewu, alles fertig, wie wie. Je troll frust Monet. Genau. Oh. Ich zocke. Ja, King Nightlife, dann wird's Zeit. WoW Hardcore ist schon für sich selbst ein Ding. Das ist eine Herausforderung. Ja, aber wenn du da verreckst, dann bist du halt auch weg vom Fenster. Deswegen sage ich ja, vorhin habe ich es immerhin geschafft bis Level 6. Ich bin eh der Meinung, diese scheiß Wendigos haben gecheatet. Ja, sowieso. Hast du gesehen, wie die mich verarscht haben? Die haben mich voll reingelegt. Ja, ja. Was ist denn jetzt hier mit der Ranursi? Oh, keine Ahnung. Oder gehen. Tschüssen. Keine. So, Felix Karsten, fertig. Keine Arme, keine Kekse. Auf Wiedersehen. Wakala, ich grüße dich. Hi. Dankeschön. Wakala, zockst du WoW? Dann schnell, schnell. Hardcore-Server, Stitches. Wir machen einfach unsere eigene deutsche Gilde. Wahrscheinlich. Honoris et Roburius. Ja, genau, 2.0. genau. 2.0 Hardcore, kein Char höher als Level 10. War nicht mal vorher verrecke. GZ. Senk Fuß. Na, was brauchen wir? Oh, ich habe eine Quest mit 4 Minuten. Was ist denn das für ein Shit? Ah, wir müssen davor rennen. Komm, komm, komm. Du musst das heiße Getränk abgeben, glaube ich. Ja. Ja, nicht so bescheuert. Ja, das. Dankeschön. Gott, ey. Aber Kala, was zockst du denn eigentlich? Jetzt mal ehrlich, was zockst du? Vielen Dank für 69 Biddies. Dankeschön. Das wird mich nämlich mal interessieren, Vakala. Du bist auch schon so eine recht lange. Wie lange bist du schon da? Mach mal F-Points oder so. Ausrufezeichen F-Points. Würde mich jetzt mal interessieren. Da könnten wir doch eigentlich mal schauen, dass ich was finde, was du auch zockst. Vielleicht können wir da mal ein Stündchen zusammen reinspielen. So, hallo. Mal der Kack. Man sieht sich. Switch, aber da die Klassiker. So wie Mario Land und sowas. Ich bin ganz Ohr. Mario Kart, Mario Party. Ach was, mega geil. Ja, du, das können wir machen. Weil Mario Kart, mein Junior hat ja eine Switch. Und ich habe so eine Capture Card hier drin. Also, das sollte man hinkriegen. Ich bin zwar mehr der Verlierer, aber ist egal. Für dich würde ich es trotzdem mal probieren. So, ich verkaufe jetzt noch ein paar Sachen. Oh. Die Armschwäne hätte ich gern wieder, dankeschön. Bakala, kennen wir uns eigentlich privat? Nee, oder? Hab ich das noch nie gefragt.
glaube, hier hinter. Becher zurückbringe? Ah, Becher zurückbringe. Also deine Becher hätte ich selber zurückbringen können, das ist hier. Wurfecke schmeiße. Another. Und gib ihm. Ja, das war so ein. Astfdiffenf. Du weißt doch schon, was los ist. Beats. Biester. Ach was, wegen Mario Kart Stream bist du damals zu mir gekommen? Da habe ich damals mit meiner Frau zusammengezockt, kann das sein? Oder mit dem Junior? Ist ja witzig. Ah, haha. Witzig, witzig, witzig. Die meisten sind ja bei mir von wegen dem Landwirtschaftssimulator oder wegen dem ETS. Mit meiner besseren Hälfte, mit der Frau. Und du bist zu mir gestoßen wegen Mario Kart. Sehr geil. Wirklich, das ist ja mal richtig geil. Und trotzdem geblieben, obwohl ich das schon so lange nicht mehr gespielt habe. Respekt. Hätte ja damals bei Diablo 3, wenn ich hier Season gespielt habe, habe ich auch ein paar Mal gestreamt. Da habe ich auch der eine oder andere Follow gehabt. Aber wenn ich jetzt nachschaue, ich glaube, die sind alle miteinander schon weggegangen. 10 Monate, 3 Tage, 23 Stunden. Haha, geiles Ding. Ich glaube, ich muss meine Frau mal wieder überreden, dass sie mal eine Runde mitzockt. Hummelparty und sowas. Hummelparty, nie mehr wird sie das mit mir spielen. Nie. Ich habe da einen riesen Fehler damals gemacht. Ich habe sie nicht gewinnen lassen. Deswegen verprügelt sie mich dann immer. Mhm. Oh weh. Was geht euch durch den Kopf? Weißt du, wenn ich keinen Stock im Arsch, das wäre. Dankeschön. Bleib sauber. Man sieht sich. Aber Schmidti, ja? Ganz ehrlich, ich müsste mich jetzt auslocken. Ja, kein Ding. Weil wir müssen morgen früh wieder raus. Urlaub ist vorbei. Okay. Ja, aber es hat Bock gemacht, ne? Immer wieder gerne. Ich hoffe, du kommst, machst mal wieder mit. Ja, klar. Ich werde stets gern an euch zurückdenken. Ja, da bist du dann 60, dann konnte ich mich ziehen. Oh, tschüss, was nett. Wie macht man hier immer auf Wiedersehen? Slash bei. Ach, bei was? Ja. Auf baldiges Wiedersehen. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Hat mir mega Spaß gemacht. Gerne, gerne. Immer wieder gerne. Ja, wahrscheinlich, bis du wieder mit mir mitspielst, bin ich dann schon im dritten Anlauf oder im fünften. Nee, einfach mal anschreibe. Ich hab's ja jetzt halt runtergeladen und dann machen wir schon mal was. Alles klar. Bibi, ich wünsche dir was. Schöne Grüße an deinen Mann. Die richtig aus, danke. Viel Spaß Ciao. Noch, gell? Dankeschön. Ciao. Ciao. Schönen guten Tag. Sehr gut. So, ich habe da schon so ein schlechtes Bauchgefühl, weil ich da unten vorhin verreckt bin. Ich will nicht schon wieder sterben. Makala, gibt's eigentlich auf der Switch Mortal Kombat? Das haben wir damals gezockt wie die Idioten. Aber das war noch auf der Super Nintendo, kann das sein? Bibi, gut's Nächtle. Das eigentlich irgendwie kombinieren. Jetzt warten wir mal, bevor ich hier wieder wild anfange, hier Makros zu schreiben, werden wir erstmal Level 10. Und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir weiter.
So. Ich habe auf jeden Fall eins gelernt. In die Wendigo-Höhle gehe ich erstmal nicht. Wenn, dann mit einer Gruppe. Und wenn ich meinen Bär habe oder mein Wildschwein oder whatever. Aber Vakala, was interessiert dich noch so? An Games zum Zuschauen. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas drauf, was ich schon lange nicht mal gezockt habe, was ich eigentlich auch selber gerne mal wieder zocken würde. Und du würdest jetzt sagen, Mensch, Mini, zock doch mal das und das. Ich sag, wuh, total cool. Fest vorgenommen habe ich mir eigentlich in der nächsten Spätschicht, also diese Woche weiß nicht, ob was reicht. Aber ich habe mir vorgenommen, hier PS1, Resident Evil 1 muss ich noch fertig spielen. Das habe ich echt schon ewig nicht mehr gezockt. Weil Resident Evil 2 habe ich auf dem PC schon durchgespielt. Nee, Schmann. Resident Evil 1 habe ich auf dem PC durchgespielt, genau. Jetzt wollte ich auf der PlayStation das 1er durchzocken. Danach wollte ich auf der PS1 das 2er zocken. Weil auf dem Rechner habe ich das 2er auch schon. Und das waren ja damals immer so meine Spätschicht-Streams, wenn ich abends heimgekommen bin und nicht so müde war. Da würde ich ganz gerne mal wieder anknüpfen. So, jetzt machen wir hier mal eine neue Reload. Vielleicht packt das sich dann. So, mit der nächsten... Und so scheiß mal alles. Guck mal, es zeigt mir immer noch dahinter an, dabei bin ich da. Was kann ich für euch tun? Fort mit euch. Borley hat Stufe 60 erreicht. Krass. EZ. Was kann ich für euch tun? So. Seelen. Ein. Binde. Wie geht's? Gut. Man sieht sich. Hallo, mögen eure Reisen sicher sein. So, wir lernen direkt. Schön, euch zu sehen. Arzt, dankeschön. Bleibt auf dem Boden. So. Was hier irgendwo? Oh, Steingestalt. Ah, das hätte ich vorhin drücken sollen. Okay. So, wir lernen direkt hoch. Was geht euch durch den Kopf? Seid auf der Hut. Ich und richtig. Hoche. Jetzt sind wir noch nicht. Oft. Ich bin ganz Ohr. Wie geht's? Ja. Mögen eure Reisen sicher sein. Und? Gut. Da unten nochmal. Und? Wo bin ich? Immer noch dahinter. Okay. Was geht euch durch den Kopf? So, ich versuche es mal auf Englisch. Jetzt gehen wir dahinter annehmen. Gleich Bergbauer.
und Ingenieur. Oh mein Gott, no, Level 36, verreckt. Ich werde heulen, glaube ich, ehrlich. Geht's? Ich bin ganz Ohr. Fort mit euch. So, ich möchte was von euch kaufen. Und zwar Spitzhacke. Ich hab kein Geld. Zwei Kupfer. Nein, ich habe auch noch der Hammer gekauft. Ich bin ganz Ohr. Bleibt sauber. So ein Scheiß, ehrlich. Lust auf ein Glas? Und Teufelstochter, wie schaut's? Bist du schon am Downloaden? Und Verhütung haben wir hier. Schön euch zu sehen. Lehrling, hier. Mögen eure Reisen sicher sein. Was? Schön hier. Hier. Kein Geld mehr für einen Spitzhacke. Ich kotze im Staub. Was geht euch durch den Kopf? Man sieht sich. Nee, passt, alles gut, alles gut. War ja nur so als Spaß gemeint. Aber schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Schlaf gut und schöne Grüße an deinen Mann. Wie geht's? Bleib sauber. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Man sieht sie. Wendigomäne, wie ich diese Wendigomäne schon wieder hasse, ehrlich. Ja, mal schauen, entweder heute Abend oder morgen. Nee, heute Abend noch, weil morgen bin ich nicht im Haus. Werde ich noch ein Event eintragen von. Vom ETS. Am Dienstagabend würde ich ganz gerne nochmal eine Runde ETS spielen. Also falls irgendein ETS gerade da ist, Dienstagabend, wie, wann, wo und was, stelle ich nachher in der Discord. Wo haben wir denn? Oh, jetzt schon drei. Ja. Er kommt so ein halbes Stündchen, zockt man noch. So. Ding ist hier unten, da kann man noch da schießen. Komm. Oh, hier irgendwo. Wer koffert mir hier in die Leitung? Black Tulip, ich grüße dich. Hallihallo. Na, noch wach? Ist da los? Oh. Schön. Und hast du heute in Ruhe zocken können? Da hatte ich den Hund genervt. Was? Hat nicht der Leppi dabei gehabt?
Ich habe nämlich zu der Frau noch gesagt gehabt, oh, die wird sie bestimmt den Laptop dabei haben. Und schöne Runde Dattel in Ruhe. Nö, okay. Oh. Hab ferngeschaut. Was ist das eigentlich für eine Fernbedienung bei uns da oben? Du die mitgebracht, oder? Oh oh, Leopard. Jetzt hackt den Typ weg, Mann, was ist denn? Ah, okay. So. Domäne. Ah, okay. Ah, hier eine Sau. Schon im Kampf. Da hinten ist ein Bär. Nein! Gebracht, ne? Danke. Danke für nix. Ab wann bekommt der Jäger nochmal sein Pet? Ich glaube ab Level 10 erst, oder? Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir gerne. So, mit ich nehme das sowas. Schwarzbär, komm. Nehmen wir noch einen auf den Pelz. So ein Schweindall. Da nix. Oh, 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 da haben wir Kupfervorkommen. Schnell hin. Jemand anders klaut. Nein, ich hab doch... ich habe gar keine Spitzhacke. Ich die scheiß Quest erstarb.
gucken. Zack, haben wir. Guck, ob ich jetzt doch da rauskomme. Ja. Sehr schön. Jetzt genug Kohle zusammenkriegen sollte. Gehen wir direkt hinter und kaufen uns die Spitzhacke. Was kann ich für euch tun? Bleibt sauber. Mögen ja eure Reisen sicher sein. Ich glaube das. Auf dem Boden. Erstmal. Dann geht's wieder runter. So. Spier. Noch schön kaufen. Nein, wir kaufen erst mal nichts. Nichts wird gekauft. Wenn das schon so steht. Nehmen wir den noch gleich mit. Ich für euch tun? Spitzhacke. So, jetzt sind wir ausgerüstet. Jetzt geht's ab. Ja, bist du aus dem Zähne? Ist das? Leberfleisch. So, eins möchte ich gerne noch ausprobieren. Ich kriege nämlich immer wieder die Meldung, dass einige Addons bei mir veraltet sind.
So, jetzt mache ich mal ganz kurz hier. Ich gehe mal komplett aus dem Spiel raus. Gehe nochmal komplett ins Spiel rein. Dann deaktiviere ich diese ganze Add-ons. Und dann schauen wir mal, was da überhaupt ist. Vielleicht geht ja dann auch wieder mein Questie. Vielleicht beißt sich da irgendwas. Wer weiß, wer weiß. So, jetzt rennen wir uns allererstes nochmal dahinter hin, wo es die Kupfermine gab. Das Kupfererz. Schon weg. Scheiße. Kacke, Peter. Oh, oh, da hinten ist einer. Nein, das ist noch die von vorhin. Haha, wie geil. Da war sie. Oh, irgendjemand gestorben. Schön. Ist schon cool, wenn ein Haufen Leute da sind, gell, aber zum Leveln ist es echt auch anstrengend. Und der nächste Level 60, sehr geil. Kann mir helfen, ich weiß, wie das ist, wenn's Gras beißt. Kenn mich ja aus. Jetzt geht's aber ab. Nächste Level 60. Nein, ich gehe rein. Von 8, okay. Männchen hier. Wer? Gelbes, schnell, schnell. Ah! Okay, Bier. Ist noch einer, so. Auch noch mit und ein Bär. Ja,
Und ein Level up. Oh, da kommt der Puma mit. Dickes Bärenfell, 1 von 2, sehr geil. Jetzt hat du auch noch was für mich. Oh, fuck. Den Griff noch. Auch noch schön mit. So, aber jetzt essen, trinken wir erstmal was. Ich will nicht hier schon wieder mit Level 7 die Grätsche machen. Ah, guck mal, so, Add-ons deaktivieren. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier das Problem war. Natürlich deaktiviert man einfach mal alle Addons. Super. Nix, nix. Oh nein! Lieber Fleisch brauchen wir. Einer. Oh, und der nächste Level 60, cool.
So, kriegt man noch oder kriegt man nicht? Oder soll ich rennen? Oh, nicht mit Level 7. Den kriegt man, oder? Oh! Verreckt doch! Hau da immer in den Ei! Oh, leck mich am Ärmel. Hohoho! Schon wieder feuchte Finger bekommen. Oder feuchte Hände. Uff. Ich glaube, hier, sobald ich Ironforge reinkomme, muss ich mir wirklich erstmal Heiltränke kaufen. Das ist ja. Hohoho! Mal. Müssen wir ganz kurz noch was schauen. So, Optionen. Ich weiß Add-ons. Ich weiß nämlich noch nicht. Und Silver-Tracken. Silver-Tracken habe ich, meine ich, überhaupt nicht. Welche Add-ons? Tales Gathering. Schauen. In Ruhe muss ich da mal schauen. Wer bräuchte ich noch? Ah, guck mal hier. Sack getan. Auf. Oh nein, noch ein Bär. Und hier noch ein Umf. Eisklauenbär, guck mal da. Der haut ganz schön. Oh, der ist ein Level 8. Hey, hilf mir doch! Lauf, 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 lauf! Das wäre schon wieder fast mein Ende gewesen. Ei. Also man merke, achter Bäre, Finger weg. Ein scheiß Bär noch. Gibt's doch gar nicht. Dein Fell her. Ja.
Oh Mann. Hinten ist noch einer. Ich glaube, ich kämpfe hier die ganze Zeit gegen Nacktbären, die kein Bärenfell dabei haben. Da ist es. So, dann gibt man mal ab. Braucht ihr Hilfe? Einfach an, wie immer. Crap. Hallo. Bleibt sauber. Bleibt auf dem Boden. Mögen eure Reisen sicher sein. Ich habe die besten Waren im Land. Weg. Mögen eure Reisen sicher sein. So. Was geht euch durch den Kopf? Gut. Hätte man das, hätte man das, hätte man, dann würde ich sagen, hier rein und hallo, fort mit euch. Hallo. Man sieht sich. Was Bier brauche ich für eine andere Quest? Ja, jetzt mir gibt man noch. Ja, ab. Was geht euch durch den Kopf? Schön. Bleibt sauber. Glaube dem da unten gebe ich doch. Was kann ich für euch tun? So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wer aktuell noch online ist und noch Warcraft spielt. Weil so langsam muss ich nämlich ins Bett. 3.50 Uhr klingelt mein Wecker. So, da haben wir hier Sleeping Farming Simulator Scum. Farming Simulator Demo. Baldur's Gate, Conan, wäre ganz cool.
American Truck Simulator. So, dann schauen wir mal. Ich hätte natürlich noch ein paar Stück, zu denen wir raiden könnten, aber ich würde schon ganz gern irgendwo so zu WoW raiden. Komm, wir gehen zu irgendjemandem. Kennt sie irgendjemand? Im Mutter? Ist der hat sich das in. Da gehen wir hin. Er zockt. So, auf jeden Fall sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich weiß, WoW ist nicht immer das, was jeder bei mir sehen möchte. Aber ich habe immer gesagt, ich zocke das auf das, was ich gerade an dem Tag Bock habe. Und WoW Hardcore ist einfach mal so ein geiles Game. Immer mit diesen Nervenkitzel. Wenn man verreckt, dann ist es ganz vorbei. Deswegen zocke ich das dann doch schon mal ganz gern. So, am Dienstag, wie gesagt, ich stelle Gute Nacht Black Tulip. Ich stelle für den Dienstag noch ein Event rein. ETS, eben gern anmelden, wer Bock hat. Und jetzt geht's zum Ragnar 86. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen, vielen Dank. Ciao. Danke, Kobold.